Oh oh. Bosas Festung. Hey, Scherge. Wie steht es mit unserem Plan, ne? Ja, der Plan. Er geht voran. Läuft alles nach Plan. Ja. Nennst du das etwa einen Bericht? Los an die Arbeit! Heute noch! Ja, jawohl, eure Zornigkeit. Und schafft mir diese kleine Mario-Problem-Kacke aus sofort aus der Welt, okay? Alle Schergen sollen sich auf die Suche nach ihnen machen. Was ist das denn für eine Ausdrucksweise? Los! Bitte entschuldigt meine Schleichsamkeit. Ich hab nur mit mir selbst geredet. Wo bin ich? Ich wusste nicht, dass ihr unter die Bauchredner gegangen seid. Gute Güte! Was ist gerade passiert? Was ist denn das für ein Faker? Meine Augen spielen mir einen bösen Streich. Ich sehe zwei Bose. Ich weiß nicht, was du hier für ein Typ bist, okay? Und wie du reingekommen bist. Aber hau ab! Das ist meine Festung, du billiger Faker. Hä? Dass ich nicht lache, Mann. Du bist die Kopie. Du kopierst ja sogar meine Beleidigungen. Gar nicht so schlecht. Aber trotzdem, verschwinde, bevor ich dich zu Konfetti verarbeite. Versuch's doch, wenn du dich traust. Ist ein Problem, ne? Steck in die Fresse! Schlagen sie sich echt. Nimm das, Spacko, Mann! Ich schau dich kaputt! Ach, komm her, Mann, ich reiß dich auseinander, du. Nee. Wie schmeckt dir das, ey? Kame? Kame? Euer Niederträchtigkeit? Hä? Was zum... Ich hab keine Zeit gerade! Wie sie beide verletzt sind, ist cool. Ja... Ne? Oh. was soll ich sagen? Also, seine Streitsüchtigkeit ist gerade nun etwas unpassend. Was ist denn los? Im ganzen Pilzkönigreich regnet das flache Tod und Schergen vom Himmel. Was? Ein ganzer Stoß Papierdinger kam aus dem Pilzpalast geflogen. So langsam ergibt das alles seinen Sinn. Man erzählt sich von einer anderen Welt, die zwischen den Seiten eines Buchs existiert. Ich dachte, dass es sich dabei nur um eine Legende handelt. Doch nach allem, was mir erzählt wurde, muss ich davon ausgehen, dass dieses Buch tatsächlich existiert. Und es klingt so, als würde es sich im Pilzpalast befinden. Ey, du Abklatsch! Ich denke, du siehst, worauf ich hinaus will. Du bist doch der Abklatsch! Dabei hast du echt Glück, mein Look steht nämlich nicht jedem. Finde ich auch. Ist ja irre. Als wäre mein Spiegelbild aus dem Spiegel gesprungen. Mir war gerade furchtbar langweilig. Da kommst du mir gerade recht. Ich bin Bosan Junior. Ach nee, echt jetzt? Ich heiße auch so. Wollen wir spielen? So langsam bekomme ich Kopfschmerzen. Wow. Das war knapp. Bei denen da geht's richtig ab. Euer Garstigkeit. Beruhigt euch doch. Hey, kann dir mal bitte jemand helfen? Ja, lass mich bitte da raus! Lel. Lief nur mir gerade ein Schauer über den Rücken? Hoffentlich war das nur der Wind und nicht eine ominöse Vorahnung. Egal, lasst uns die Papiertoads retten. Okay. Jo, das ist immer noch unsere Hauptmission und genau das werde ich jetzt auch angehen. Ich finde diese Blumen total schön. Kann man mit denen irgendwas machen? Nee? Schade. Aber hier gibt es so einen Partnerblock. Einmal Mario, einmal Luigi, Mario, Luigi, Mario, Luigi, Mario, Luigi, do, do, dum, dum. Das war früher ein bisschen schwieriger, diese Blöcke zu treffen. Weil da haben die sich nicht so perfekt hingestellt. Was ist das denn hier? Keine Ahnung, hab leider keine Informationen darüber herausgefunden. Kann man eigentlich runterfallen? Nee.
Da sind unsichtbare Wände. Man kann nicht runterfallen. Dann wäre das auch geklärt. Man kann also höchstwahrscheinlich keinen ungewollt unnötigen Schaden in dem Spiel nehmen. Das war aber eigentlich früher auch schon so. Außer in Paper Mario. Da gab es das nicht. Aber in den Mario und Luigi-Teilen waren eigentlich immer Wände. Vor so Abgründen und sowas. Noch mehr Goombas. Diesmal allerdings nicht aus Papier. Da ist Mario. Diesmal sogar der echte. Na, der andere war doch auch echt, oder nicht? Er war vielleicht flach wie eine Flunder und sickelt vom Himmel herunter, ey. Aber deswegen ist er doch nicht weniger real als dieser Mario. Oder als wir. Egal, schnappen wir sie uns. Die wollen also auch Ärger. Na, meinetwegen. Hey, wartet mal. Mir ist gerade etwas total Wichtiges eingefallen. Passender Zeitpunkt. Ist euch schon aufgefallen, dass bei gegnerischen Angriffen ein roter Kreis unter euren Füßen erscheint? Nee. Moment, ich zeig euch, was ich meine. Hey du, könntest du mal bitte angreifen? Nichts für ungut, aber ein Leichtgewicht wie du richtet wenigstens keinen ernsten Schaden an. Geiler Diss. Stopp! Mario, sieh auf deine Füße! Dieser rote Kreis zeigt an, dass ein Gegner dich anvisiert. Jetzt hast du die Chance, das zu tun, was du am besten kannst. Springen! Ja, toll. Dann werde ich aber getroffen, Alter. Hast du wirklich begriffen, wie du dich vor Angriffen schützt? Ich hätte noch ein paar Tipps, falls du Interesse hast. Was? Nein! Nein! Gut, dann wollen wir mal. Halt! Wenn du einfach stehen bleibst, treffen dich die Angriffe und das tut weh, wie du gerade eben schon gemerkt hast. Drücke A, um diesen Kerl auszukontern. Ja, genau so wird das gemacht. Du hast dem Gegner mit einem Gegenangriff selbst Schaden zugefügt. Sieh dir die Angriffe deiner Gegner gut an, um Möglichkeiten zum Konter zu finden. So ist es. Aber dass angezeigt wird, wer angegriffen wird, das ist eigentlich neu. Das finde ich jetzt auch gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Weil das ein bisschen die Schwierigkeit rausnimmt. Aber warten wir mal ab. Du hast den Bogen raus, sehr nice. Halt, keinen Schritt weiter. Schaut auf eure Füße, ihr beiden. In diesem Fall ist nicht sicher, wen die Attacke treffen soll. Ihr müsst den Gegner ganz genau beobachten, bis zur letzten Sekunde. Okay, also es bleibt immer noch spannend. Ja, ich hab doch A gedrückt. Oh Mann. Soweit alles klar, dann kann der Kampf ja weitergehen. Wir können natürlich auch weiter über Taktiken der Gegner reden. Nein. Dachte ich mir doch schon. Fällt es dir schwer zu sehen, wen der Gegner anvisiert? Nein, aber wenn du ständig dazwischen laberst, dann kann ich mich nicht konzentrieren und dann ist es klar, dass ich getroffen werde. Ah, hier gibt es so eine Hilffunktion. Aktivierst du diese Funktion, musst du nicht länger raten, wer nun anvisiert wird. Sollen wir es mal ausprobieren? Nein. Alles klar, behalte die Funktion einfach im Hinterkopf, falls du nicht weiter weißt. Also man kann es sich einfacher machen, wenn man möchte. Aber es ist standardmäßig ausgeschaltet, richtig? Dann kritisiere ich es auch nicht. Im Gegenteil, dann kriegt das Ganze... Moment, ist es trotzdem... Wartet mal. Assistent aus. Ein. Ja, ich dödel, habe jetzt nicht richtig gelesen. Ich dachte eigentlich, dass mir das jetzt nicht mehr angezeigt wird oder so. Was ist das denn jetzt? Hey, du hast gerade eine Bonusaufgabe abgeschlossen. Für jede abgeschlossene Bonusaufgabe gibt es Punkte und diese Punkte kannst du gegen brandneue Ausrüstung im Laden eintauschen. Berühre diese Schaltfläche, um eine Liste aller Bonusaufgaben zu sehen. Also stell dich der Herausforderung und versuche dich an den Aufgaben. Okay, okay. Wir werden jetzt aber irgendwie mit ziemlich vielen Informationen gleichzeitig zugebombt. Ich würde mal sagen, ich speichere das Spiel und werde mich mal ein klein wenig reinlesen und vor allem nochmal nachschlagen, was denn dieser Assistent da bewirkt. Bis gleich. Alles klar, hab neue Informationen. Und das trifft sich gut, dass diese Goombas hier gerade kloppe wollen. Dann kann ich das Ganze nämlich direkt im Kampf ansprechen, was sich, denke ich, anbietet. Und danach werden wir wieder schön die Papiertoads retten gehen.
Also, der Superassistent, was ist das? Im Prinzip genau das, was ich schon vermutet hatte. Da wird einem halt dann wirklich immer angezeigt, welcher der beiden Brüder angegriffen wird. Deswegen werde ich das jetzt ausschalten, denn es ist ja so gesehen einfach nur eine weitere Unterstützung für Anfänger. Und das brauchen wir nicht. Rausgefunden habe ich das durch dieses wunderbare Menü. Denn da muss ich die Entwickler wirklich nochmal loben. Das Ganze sieht nicht nur sehr hübsch aus, es ist auch total gut geordnet und sämtliche Dinge werden optimal erklärt, sodass keine Frage offen bleibt. Ich habe euch das Ganze ja auch schon gezeigt und ich muss sagen, das haben sie wirklich nochmal verbessert. Die Menüs waren eigentlich schon immer sehr, sehr gut, aber das hat mich schon beeindruckt. Wirklich, das gefällt mir am besten. Von allen Teilen. So, jetzt wollte ich aber nochmal die Bonusaufgaben ansprechen. Ihr habt es ja vielleicht gesehen, wir haben gerade eben eine Bonusaufgabe gelöst und dafür 5 Bonuspunkte bekommen, sodass ich jetzt 10 habe. Der Exzellenzsprung, glaube ich, war es. Was musste man denn da machen? Gewinne einen Kampf, in dem du ausschließlich Exzellenzsprünge einsetzt. Heißt, perfektes Timing. Und das haben wir hingekriegt, deswegen gab es 5 Bonuspunkte. Und diese können wir dann wiederum umtauschen in bestimmte Ausrüstungsgegenstände etc. Man kennt dieses ganze Bonussystem ja schon aus dem Vorgänger. Das fand ich da eine sehr, sehr erfrischende Neuerung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, da die meisten Missionen oder Achievements oder was auch immer, Bonusaufgaben heißt es offiziell, zu lösen. Und das werde ich auch in diesem Spiel wieder, so gut es geht, probieren. Sie haben das Ganze jetzt auch hier nochmal besser geordnet, nämlich in die Angriffskategorie, Verteidigungskategorie und Spezial. Was ist denn Spezial? Besiege 2 Gumbas und 2 Papiergumbas, das haben wir gemacht. Besiege als Mario mit einem Angriff alle Gegner. Alles klar, das wird ohne den Super Saiyajin-Modus nicht möglich sein, aber gut, ich werde es probieren. Null Problemo. Ja, das ist auf jeden Fall eine super Sache, die der Vorgänger eingeführt hat. Und ich finde es klasse, dass sie das jetzt hier in dieses Spiel auch übernommen haben. Oh, das zählt noch als Erstangriff. Sehr gut. Denn wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, kann man den Gegnern schon, bevor der Kampf losgeht, Schaden machen. Ja, die Attacke finde ich noch ein bisschen seltsam. Da weiß ich nie genau, wer jetzt eigentlich angegriffen wird. Ich glaube, man muss auf die Augen gucken oder so. Bin mir nicht sicher. Das ist gar nicht so einfach zu erkennen, meiner Meinung nach. Vor allem nicht für einen allerersten Gegner im Spiel. Also ich mache mir ja durchaus Hoffnung, dass das Spiel wirklich bockschwer wird. Und es geht auch echt gut los. Also schwieriger als die anderen Titel, muss man sagen. Vielleicht jetzt nicht... Was soll ich sagen? Es geht nicht so episch los. Weil bei den anderen Titeln ist am Anfang gleich irgendwas drastisch Krasses passiert und OMG. Und hier ist es halt so, ja okay, ein paar Papiercharaktere sind jetzt in unsere Welt gekommen. Rette die Toads. Bowser trifft Bowser, Peach trifft Peach. Geht ein bisschen gemächlicher los, aber auf alle Fälle, was die Schwierigkeit angeht, ist es schon gehobener als früher. Und ich finde es auch gut, dass sie die Movesets von den Gegnern geändert haben, weil all diese Angriffe, die kannte ich jetzt so nicht. Vor allem das mit dem Papierflieger ist natürlich neu. Also sie haben sich neue Moves für die Gegner ausgedacht und auch dran gedacht, dass Gegner, die in Papierform sind, andere Vor- und Nachteile oder andere Fertigkeiten haben können als halt ganz normale Gegner. Weil die normalen Goombas können natürlich nicht den Papierflieger nutzen. Das wird wahrscheinlich noch für sehr viel Verwirrung bei mir sorgen, weil man immer genau überlegen muss, so, was konnte denn jetzt eigentlich ein normaler Koopa und was konnte ein Papier-Koopa und so weiter und so fort. Aber das finde ich gut, das finde ich wunderbar. Bin auch im Überlegen, ja, werden denn auch neue Gegner erfunden? Das gab es eigentlich schon immer, ne? Im ersten Teil, man denkt an diese ganzen seltsamen Viecher oder die Aliens aus dem zweiten. Vielleicht ja auch in diesem Teil wieder. Was ist das jetzt hier für eine Geschichte? Ach so. Okay, wir müssen einfach der Reihe nach hier mit den beiden Brüdern gegen die Blöcke springen. 3-mal Mario, 2-mal Luigi war's. Und dafür gab's jetzt 10 Münzen. Yay, danke. Und wie wir an die Kohle dort drüben herankommen, das finden wir demnächst raus. Bis bald.